Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 149. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Das ist ja gerade eine wilde Ansicht, die ich hier gefunden habe. Wir sind noch einmal kurz in der Monsterfarm, beziehungsweise im AFK-Spot der Monsterfarm. Flugscheißer macht keiner, ich weiß. Weil ich will wirklich hier die Pickaxe mal langsam auf Vordermann bringen, weil ich möchte gerne bald wirklich dann auch Full Netherite gehen. Und dafür brauche ich einfach eine volle Pickaxe. Und ich meine, wenn wir schon die Farm haben, dann muss man sie auch nutzen. Diesmal ziehe ich die Elytra aus. Ich habe aus meinen Fehlern von der vorletzten Folge gelernt. Oder vorletzte? Nee, ja doch. Vorletzten Folge gelernt. Da hatte ich die Elytra am Anfang noch an. Jetzt ging das Ganze schon besser. Ich glaube, ich schlage mal mit dem Stick. Ist dann vielleicht nicht immer ein One-Hit. Meistens aber schon. Brauchen wir zumindest die Axt dafür nicht. Bam, Junge. Da ist eine. Mit meinem Stick of Truth. Oh, ist schon gut voll. Bam, Junge. Ich gebe dir gleich 30er Kombination. Du Kanalratte. Was? Du Kanalarbeiter, wollte ich sagen. Was? Da habe ich es komplett gefailt. Na ja, gut. Da kann man nichts machen. So, vor allem, wenn wir die endlich mal voll haben, können wir die Farm auch endlich mal für Level benutzen. Wäre ja auch mal nicht schlecht. Ich glaube, da kommt aber nichts mehr. Also klar, da kommt immer noch eins, wenn du dann wieder gehst. Wenn du gerade weggehen willst und die Rüstung anziehst, fällt da immer noch mal eine Sache runter. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Wir haben... Achso, ich hatte gerade zwischen den Folgen habe ich das Glas schon mal aus dem Ofen genommen. Nicht extra, einfach nur, weil ich ein bisschen bekloppt bin und das verpeilt habe. So, wir haben jetzt, ich glaube, alles, was wir für unser Haus brauchen. Ich weiß noch nicht 100% wie, aber ich, und ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht 100% wie wir es bauen. Und mir fällt auch gerade ein, ich hätte eigentlich auch gerne ein, zwei schwarze oder dunkelgraue Akzente an dem Haus. Und ich weiß auch gerade in meinem Kopf ganz genau, wie das aussehen soll. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das machen. Weil ich nicht weiß, wo wir die schwarzen Sachen herkriegen. Okay, wir fangen erstmal an. Pass auf. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir machen jetzt so. Also, sagen wir, die äußere Schale geht... So. Ne? Ich hoffe echt, wir kommen mit der Wolle hin. Womit wir auf gar keinen Fall hinkommen, ist ohne Schippe. So viel zu, wir sind vorbereitet. Aber der Flug, so wie ich gerade geflogen bin, war sick, oder? Das war schon nice. Jetzt machen wir dasselbe rückgehend. Rückwärts. So. Machen wir noch ganz schnell eine Schaufel. Will euch ja hier nicht ewig warten lassen. So, passt auf. Gehen wir bis hier. Ich mag das Geräusch, wenn man Wolle platziert. Weil das so weich irgendwie klingt. Weiß nicht warum ich das so mag, aber irgendwie finde ich das gerade ganz cool. So, ein bisschen überstehen. Verleiht den nötigen Pep. Wie Pep Guardiola. Aber, so. Dann müssen wir das hier natürlich noch weghauen. Natürlich kein Problem. Machen wir hier. 3. Hier hoch. Wir wollen immer 3 von der Höhe innen drin haben, sonst stößt man sich den Kopf und das ist nicht so cool. Und dann ziehen wir das hier rüber. Natürlich mit dem neuen Stack. So. Machen wir das zweite hier hin.
Ich habe hier lassen wir es noch offen, weil ich eine Idee habe, die wir eventuell umsetzen. Eventuell ist das Stichwort. Ich würde sagen, wir nutzen echt die komplette Breite von dem Berg aus, den wir jetzt gebaut haben. Was natürlich gleichzeitig auch bedeuten kann, dass wir zu wenig Wolle haben. Aber gucken wir mal. Kann ich jetzt auch nicht ganz sagen. Obwohl, wir haben jetzt gerade mal anderthalb Stacks oder was weg und wir haben noch einiges an weiteren Stacks hier über. Von daher, ey! Da. Gesehen. Komm, hau ab. Gott sei Dank war es nur ein Skelett. Hier hin. Zack. Zack. Mal eben kurz gucken. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir das hier auch wieder überstehen lassen. Was bedeuten würde, dass wir hier hochgehen. Bedeutet, dass ich das hier bis hier hinten ziehe. Und dann hier rüber gehe. So, und dass wir uns dann hier irgendwo treffen. Zack, und dann hier wieder runter gehen. Drei. Nochmal so. Alright. Und dann gehen wir hier nach außen noch. Auf der anderen Seite waren es, glaube ich, drei. Und diesmal vier. So. Wir müssen auch... Ne, ich habe noch eine bessere Idee. Passt auf. Wir machen das noch geiler. Und zwar gehen wir hier. Wir messen kurz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gott sei Dank ist es eine ungerade Zahl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gehen wir nämlich bis hier. Genau die Mitte. Machen so. Und dann muss ich hier ganz kurz überlegen. Ja, wir machen's. Alter, das ist Wasser. Ich habe gerade gedacht, da kommt irgendein Viech. So, das ist dieselbe Breite. Und dann machen wir einfach noch. Machen wir das noch bis hier. Und ziehen das so. Tada! Dann sieht das Ganze schon ein bisschen interessanter aus. Das hat natürlich auch einen Grund, dass wir das machen. Also ich mache das jetzt nicht einfach nur, weil es denn interessanter aussieht. Das wäre ja Spaß. Was? Das wäre ja Schwachsinn? Das wollte ich eigentlich sagen. Hm. So. Junge! Spaß, Alter. Was will der denn? Machen wir hier zu. Machen wir hier hoch. Okay. So, also die Hülle, ganz grob, die steht schon mal. Natürlich nochmal nach hier. Machen das schon mal zu. Weil, wofür? Und hier hätte ich eine Idee für ein Design. Ja, ja, machen wir auch hier. Ziehen wir das rüber? Ja, ziehen wir rüber. Okay, wir können theoretisch das hier jetzt schon komplett füllen. Und die hier noch breiter. Keinen besonderen Grund, dass ich das gerade so gebaut habe. Ich bin manchmal einfach ein bisschen bekloppt. Bauen wir das noch so? Ich glaube, wir machen hier. Ja, machen wir auch. Machen wir noch zu Wolle. Und dann hole ich mir schon mal das Birch. Dann machen wir nur schon mal hier mit die paar Balkone fertig.
Jetzt werdet ihr auch eventuell merken, dass ich hier noch was anderes geplant habe, weil das hier ist ein Balkon, das hier nicht. Ich sage euch aber extra noch nicht was, weil ich bin fies. Fiese Möb. So. Okay. Das hier mal breiter. Das hier mal breiter. Warum ist hier auf einmal... Ach, der Baum ist gewachsen! Cool! Ich meine, hier jetzt noch ein Fenster reinzumachen, bringt an sich jetzt nicht sehr viel. Außer halt ein bisschen Licht. Das ist auch der einzige Grund, warum wir es machen. Weil, wie wir wissen, Luxury is defined by light and space. Und das ist unser Motto hier. Hier würde ich irgendwie trotzdem gerne was haben. Deswegen können wir das bauen. Hier lassen wir erstmal offen. Gut. Ich weiß nicht, ob wir hier komplett... ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, das passt sogar perfekt. Es passt perfekt. So, Jungs. So ist geil. Okay. Dann fülle ich das hier schon mal. Das wird natürlich das Wertstoffaufwendigste. Oder das wenigste mit den meisten Blöcken geschafft, Chris. Aber muss halt sein. Und wir haben ja noch einiges. Und wir sind eigentlich gut dabei mit den Wollblöcken. Deswegen, wir brauchen jetzt auch nicht mehr allzu viel. Wir müssen uns halt nur noch alles noch füllen. Und dann die Wände noch ein bisschen spannender machen. Halt einfach, damit es nicht zu monoton wird und alles einfach weiß ist, weil das ist halt, naja, langweiliger halt. Kann man auch machen. Finde ich aber persönlich nicht so cool. Deswegen versuchen wir das nicht zu machen. Machen wir hier noch den. Machen wir hier noch den. Leider kommt die Mitte von dem Raum nicht mit der Mitte von dem Raum hin. Das wäre natürlich noch cooler gewesen. Ich hätte wirklich die Schere beibehalten sollen, damit ich das hier schneller abbauen kann. Aber hinterher ist man immer cleverer. Von daher... So, wir ziehen das hier mal weiter. Und machen dann, nicht nur um Wolle zu sparen, aber auch um Wolle zu sparen, lassen wir hier diese Löcher. So. Das hier nicht. Oh, wir haben sogar noch. Das hier stopfen wir noch. Warte immer noch drauf. Ich wollte gerade sagen, dass hier gleich ein Creeper kommt. Zum Glück war es nur ein scheiß Zombie. Aber ich warte immer noch drauf. Und der sprengt uns dann hier irgendwas rein und wir kriegen die Wolle nicht wieder oder so weiter. Jo, was passiert denn hier jetzt? Hau ab. Hau einfach ab. Huiuiui. Ich bin mich so erschrocken, ich bin ins Inventar gegangen. Warum kommt ihr denn jetzt alle? Die Nacht ist doch vorbei. Ihr hattet doch die ganze Zeit die Chance. Ich warte immer noch auf das Geräusch. Ich warte nur noch drauf. So. Ja, darauf habe ich auch gewartet, aber danke. Das ist jetzt mies. So. Zack. Brauche ich noch kurz fertig. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier lassen oder nicht. Könnte halt auch zu viel sein.
Ja, ich glaube, das ist. Hab ich den jetzt angeguckt? Ich würde sagen, nein, aber ich weiß es nicht. Wir machen hier doch zu. So. Das lassen wir auf. Und dann gucken wir mal eben, fliegen wir mal eben hoch, weil ich brauche natürlich ein Thumbnail. Wie das von oben aussieht. Ob das ungefähr so aussieht wie die Villa, die ich von Google Bilder habe für eine der letzten Thumbnails. Tada! Sieht schon nicht schlecht aus. Wird natürlich noch alles. Aua. Angepasst und anders gemacht, also wir sind fast tot. Also hier wird noch viel passieren, hier wird noch was kommen, hier kommt wie gesagt das Fenster, hier, das haben wir noch gar nicht geplant, hier kommt wahrscheinlich doch noch was in die Decke rein, keine Ahnung. Also das ist wirklich erst der Anfang und der Blick ist ziemlich nice. Also der ist, also wenn du hier sitzt morgens und frühstückst, da geht die Sonne auf, kannst eigentlich den ganzen Tag stehen bleiben, weil hier geht die Sonne auf, mittags ist die hier, mittwochs ist die hier und abends geht die da unter. Oder da. Du hast das Meer, du hast unseren Bauernhof, du hast die coole Insel. Kannst auch noch da gucken, den Fluss. Alter, ist schon geil. Also ich feier's. Ich hoffe, ihr feiert's. Wenn ihr es feiert, zeigt's mir mit einem Daumen nach oben. Würde mich freuen. Vergesst außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge in alter Frische wieder. Bis dann. Macht's gut. Andersrum. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner...